eingefahren. Wir klären aktuell, ob es sich um eine Vorsatztat handelte oder um einen Verkehrsunfall, vielleicht auch um einen medizinischen Notfall. Wir versorgen, die Feuerwehr versorgt aktuell die Verletzten. Wir haben auch eine verstorbene Person zu beklagen. Der Fahrzeugführer konnte von Passanten festgehalten werden und dann unmittelbar von Einsatzkräften festgenommen werden. Aktuell wird er zum Sachverhalt befragt. Nach jetzigem Rekonstruktionsstand ist der Fahrzeugführer im Bereich des Tauentziehens in Höhe der Rankestraße auf dem Gehweg gewesen mit dem Fahrzeug, dort in eine Personengruppe eingefahren, ist dann wieder auf die Fahrbahn geraten und dann letzten Endes eine Querstraße weiter in einem Schaufenster zum Stehen gekommen. Dort wurde er unmittelbar, wie bereits bezeichnet, festgenommen.